Die Diakonie Berlin stellt das Projekt Känguru vor. Das sind Katharina und Jan. Sie sind gerade Eltern geworden. Mit dem ersten Kind stand plötzlich ihr Leben Kopf. Die Unsicherheit, ob sie alles richtig machen, und der ständige Schlafmangel raubten ihnen den letzten Nerv. Was, wenn dann noch einer krank wird? Die Großeltern als Helfer wohnen leider viel zu weit weg. Doch zum Glück ist die Hilfe ganz nah. Mit dem Känguru-Projekt der Diakonie in Berlin. Das Känguru begleitet Eltern und Familien in den ersten Monaten nach der Geburt. Und das ganz unabhängig von Religion, Familienstatus oder Einkommen. Das Känguru springt immer dann ein, wenn es gebraucht wird. Es betreut die Kinder, hilft bei der Organisation des Alltags oder hat ein offenes Ohr für die Sorgen der Eltern. So gibt es den kleinen und großen Menschen die Geborgenheit, die in dieser Zeit besonders wichtig ist. Damit das alles immer gut funktioniert, braucht das Känguru aber auch Selbstunterstützung. Denn allein kann es nicht allen Familien zur Seite stehen. Und hier kommen Sie ins Spiel. Denn jede kann mitmachen und Känguru werden. Wichtig sind nur ein großes Herz für Kinder und das Bedürfnis, anderen zu helfen. Sie als Ehrenamtliche sind dann Teil eines großen Teams. Eine Koordinatorin unterstützt Sie bei Ihrer Arbeit. Und weil das Känguru ehrenamtlich arbeitet, freut es sich auch über jede Spende. Damit kann es zu den Familien nach Hause fahren und die Schulungen der Mitarbeiterinnen zahlen. So machen sie seine Arbeit überhaupt erst möglich. So sind am Ende alle Beteiligten glücklich. Eine gute Sache. Das finden auch Katharina und Jan, die inzwischen allein zurechtkommen. Sie möchten beim Känguru-Projekt mitmachen? Rufen Sie einfach an unter 030 440 308 262 oder schreiben Sie eine E-Mail an info@känguru-diakonie.de. Helfen Sie dem Känguru mit Ihrer Spende. Förderverein Känguru, EDG, Kontonummer 789801. Bankleitzahl 210-602-37. Bitte geben Sie beim Verwendungszweck Ihre Adresse für die Spendenbescheinigung an. Wir danken der Wirt-Gruppe und Simple Show für Ihre Unterstützung.